Herzlich willkommen zu unserem Tutorial Neue Menüführung und Navigation. Aus unserer Kundenumfrage Genubai im Oktober 2018 haben wir einen klaren Hinweis unserer Kunden erhalten, dass die Menüführung-Navigation in unserem Shop überarbeitet werden sollte, mit dem Ziel, schneller benötigte Artikel bestellen zu können. Diese Herausforderung haben wir uns angenommen. Lassen Sie uns jetzt einen Blick auf die Startseite werfen. Nach dem Login werden Sie als User mit Ihrem Namen begrüßt. Die Begrüßung verschwindet, sobald sich die Seite einmal neu geladen hat. Eine weitere Funktion auf der Startseite ist Mein Sortiment. Klicken Sie auf Sortiment, öffnet sich ein Menü. Sie finden hier Ihre Favoriten, die Funktion Automatikbestellung, natürlich nur, wenn die entsprechende Berechtigung vorhanden ist, und Ihre Sortimentslisten, ehemals Bestellformulare. Die Anzeige dieser erfolgt alphabetisch sortiert. Mit Klick auf eine Ihrer Sortimentslisten öffnet sich diese. Rechte Hand sehen Sie Ihre Sortimentsliste, ehemals Bestellformular. Sie können hier wie gewohnt Ihre Artikel in den Warenkorb legen. Neu ist linke Hand die Navigation über Ihre Sortimentslisten. Hier können Sie bequem nach dem Bestellen in einer Sortimentsliste auf die nächste wechseln, um dort Ihre benötigten Artikel in den Warenkorb zu legen. Wenn Sie alle nötigen Artikel in den Warenkorb gelegt haben, können Sie zur weiteren Bearbeitung in den Warenkorb wechseln und diesen freigeben. Nun kommen wir zu unserer neuen Funktion Meine häufig bestellten Artikel. Hier erhalten Sie Ihre Anmeldung eine Auswahl von 6 Artikeln, welche zufällig aus den 20 durch Sie am häufigst bestellten Artikeln der letzten 12 Monate ausgewählt wurden. Jetzt werfen wir einen Blick auf die Kacheln. Mit Klick auf das Herz können Sie einen Artikel zu Ihren Favoriten hinzufügen. Sollten Sie den Artikel nicht mehr in Ihre Favoriten benötigen, können Sie den Artikel entmerken. Mit dem Button In den Warenkorb wird das entsprechende Produkt unter Berücksichtigung der Mindestbestellmenge oder Vorschlagsmenge direkt in den Warenkorb gelegt. Sofern 2 oder mehrere Auftragsköpfe im Warenkorb angelegt sind, öffnet sich ein Modal zur Auswahl des Auftragskopfes und zur Anpassung der Menge. Mit dem Button Jetzt individualisieren gelangen Sie direkt in die Webprint- oder Stempelanwendung zur Personalisierung Ihrer Produkte. Nun kommen wir zur letzten Anpassung. Die bekannte Schnellerfassungsfunktion haben wir für Sie im Suchfeld integriert. Geben Sie einfach die von Ihnen gewünschte Artikelnummer in das Suchfeld ein. Unter dem Suchfeld werden Ihnen entsprechende Artikel angezeigt. Es erscheinen Vorschläge mit der Möglichkeit zum direkten Einlegen der Artikel in den Warenkorb oder zum direkten Individualisieren von Artikeln über das Icon Stift. So können Sie, egal auf welcher Seite Sie sich in Genubai befinden, jederzeit einen Artikel in den Warenkorb legen oder einen gewünschten Artikel individualisieren. Nun sind wir am Ende des Tutorials angelangt. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Für Ihre Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.